Kuckuck, da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack Zockt Tomb Raider, das Original von 1996. So, ich muss ja noch ein paar Takte erzählen hier, was ich gerade versucht habe. Ja. Wo bin ich jetzt eigentlich hier? Warte mal, warte mal, warte mal. Ach, wir sind hier. Ja, genau. Ich bin noch auf der Suche nach den Geheimnissen. Ach, scheiße. Wir sind ja in der letzten Folge eigentlich ins nächste Level gegangen und ich habe ja alle drei Geheimnisse hier vergessen. Ja, und ich habe jetzt mal nachgeguckt. Ich stehe natürlich genau davor hier. Ja. Scheiße. Habe jetzt nochmal belesen, bevor ich sinnlos rumsuche. Die sollen anscheinend alle hier mit oben drinnen sein. Eins zumindest. Da muss ich aber diesen. Ach Mensch. Stell dich doch nicht immer genau davor, Mädel. Erstmal 20 mal neu laden hier. Ist doch auch schön. So. Langsam laufen jetzt hier. So. Und hoch. Ja. Jawohl. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, belesen, wo die Dinger sind. Ich habe mich ja umgeguckt hier und alles, aber... Naja. Ja. So, jetzt müssen wir hier... Jetzt werde ich hier nochmal speichern. Ja. Und darüber hinaus... Habe ich versucht hier mit grafischen Sachen, grafischen Spielereien, das ganze Ding hier ein bisschen glatter zu ziehen, so Texturen und sowas. So, das Problem ist, ich habe jetzt keine Zeit mehr, das hier rum zu experimentieren. Vielleicht sehen wir es dann auch nach der nächsten Aufnahmesession jetzt. Diese Folge, dann noch eine Folge bleibt so wie es ist, wenn ich es überhaupt nicht hinkriege, das hier. Aber ich habe die DOS-Version hier. Und dann muss ich das wieder mit einer anderen Version am Ende machen, die dann am Ende nicht deutsch ist und so. Und die. Ich meine, er. So weiter. Irgendwie ist das ganz doof. So. So. Und machen wir erstmal diesen hier. Das Problem ist, er wird trotzdem aufgespießt, oder? Ja. Ja, warte mal, laden. So. Wo wird's denn jetzt nicht aufgespießt? Ach, ich sehe schon wieder nichts durch diese verdammte Tür. Ist da was? Warte mal. Geh mal hier ein Stückchen vor, Mädel. Oh. Hier unten soll irgendwie noch ein Geheimnis liegen. Da unten liegt der Scheiß. Ja. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da unten ran? Ohne, dass die Lara sich hier übermäßig verletzt. So. So, das ist das zweite Geheimnis. Oh. Oh. Nein, lass doch mal den Kompass. So. Will sichern, das mache ich jetzt hier hin. So kann man natürlich Lara natürlich auch töten. Wie gesagt, ich werde weiter dranbleiben hier mit der Grafik, dass man das hier ein bisschen. Obwohl man eigentlich sagen müsste, die Originalgrafik so wie sie ist zu lassen.
gibt ein originaleres Gefühl hier bei dem ganzen Ding. Oh. Ach nee, ich muss ja hier hoch, ich muss das ja machen. Ich muss das Ding ja da nehmen. Lauf, Mädel, lauf! So. Ich meine, ich hätte das gestartet hier gehabt über die andere Version, aber da waren noch die Speicherplätze drin. Sah auch gut aus, aber... Ich hatte das war nur in Englisch. So. Da muss ich mir überlegen, was mir wichtiger ist und was vor allem euch wichtiger ist als Zuschauer, hier die deutsche Version zu sehen oder die englische. Das Ganze wollte ich, hatte ich jetzt hier das Medipack genommen? Nee. Ich wollte ein Medipäckchen nehmen. Hier. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Bitte. Wäre schön. Für diejenigen, die sich das Ding hier ansehen. Also, ob ihr lieber geilere Grafik haben wollt für das alte Spiel oder in Deutsch. Ich meine, so viel quatscht sie hier ja jetzt auch nicht und der Dialog hier mit dem war sowieso ohne Ton, ich weiß auch nicht warum. Und wenn halt ein Spiel das immer so zu laufen zu kriegen, dass das alles passt, das ist immer schwierig. So, hier runter. Hier soll, warte mal. Ich soll hier in den See schwimmen. Ja, der schießt schon auf mich dort oben. Da unten. Ja. Ja, hier ist das letzte Geheimnis. Oder das lade ich jetzt nochmal neu, weil der hat schon auf mich geschossen dort oben. Jetzt weiß ich ja, wo ich rein muss. Schwimm doch mal. Ja, der hat schon auf mich geballert hier. Wo genau? Wo ist der Scheiß jetzt? Bin ich blind schon wieder hier? Guck mal. Das gibt's doch nicht. So. Hier. Raus hier. Ja. Darauf wäre ich ehrlich gesagt nie gekommen. Ich wäre so, wie ich mir gesagt habe, ich werde selber mal rausschreiben aus dem Netz, wie viele Geheimnisse wo zu finden sind. Damit wir solche Scherze ja nicht mehr machen brauchen. Wie gesagt, ich will nur wissen, wie viel. Damit, bevor ich ins nächste Level gehe, auch weiß, ich brauche noch eins. Jetzt schwimm mal hier, Lara. Schwimm. So. Ach scheiße, ich habe vergessen, die Schrotflinte auszurüsten. Das jetzt noch machen? Bestimmt doch, oder? Ne, das Ding nicht. Schrottflinte hier. 14 Schuss. Tja, wenn man jetzt noch Untertitel hätte.
Tja, Lara, tut mir leid. So, jetzt haben wir unsere drei Geheimnisse. So. Besiegte Gegner 8, Gegenstände 6, drei Geheimnisse 3 von 3, so will ich das sehen. So, ich meine, die allerersten Level, die zwei Geheimnisse habe ich sowieso noch nicht gefunden, also 100% schaffe ich sowieso nicht. Ob das irgendeinen Sinn hat, am Ende hier 100% zu schaffen oder nicht. Ich werde bei Shadow of the Tomb Raider bin ich ja auch etliche Folgen rumgerannt und habe nur 100% gesucht. So, okay. Gehen wir ins nächste Level. Quälen mich neue Versuchungen. Meine Brüder munkeln, dass unter unserer Abtei der Körper des Tihukan begraben ruht. Einer der drei mythischen Herrscher des verlorenen Erdteils Atlantis und dass ein Stück des atlantischen Erbes bei ihm liegt. Ein Anhänger, der zwischen den drei Herrschern des untergegangenen Erdteils Atlantis aufgeteilt wurde, um seine unermesslichen Kräfte im Zaum zu halten. Kräfte jenseits derer des Allmächtigen, des Schöpfers. Mir wird schwindlig von solchen Möglichkeiten, die so dicht an meinem sterblichen Selbst liegen. Jede Nacht geißle ich mich, um mir die Vorstellung auszutreiben, aber es ist wahrlich eine schwere Prüfung. Pierre, du Umweltverschmutzer. So. Damit wären wir jetzt willkommen hier und machen wir das gleich wieder hier hin. Fertig. So. Sind wir im nächsten Level hier. Ah! Alter Schwede. Nee, 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 warte mal, was ist denn damit? Kommt noch einer. Mann. Ich habe so genau gerade Kerzen gerade von vorne, ich habe das wirklich nicht gesehen. Ich hab's ja eigentlich schon gehabt hier, ich war ja schon mal hier, ich hab ja den Level Anfang hier schon gehabt, aber ich bin hier ordentlich drüber mit meiner Fresse hier. Ich hoffe mal. Also wenn ich mir das so angucke, das war tatsächlich schöner mit dem, ja, das war noch kein Texturpack und nichts drinne, aber die Grafik an sich war schon schöner. Aber ich will das auf Deutsch haben, das Ding. Na, okay. Ich meine, ich hatte es ja auf Deutsch gehabt, hier auch mit der besseren Grafik, aber irgendwie wusste ich nicht, wohin mit den Speicherplätzen, damit er hier die Savecams nimmt. Das müsste ich ja nochmal von vorne anfangen. Wenn ihr noch Tipps und Anregungen habt, also ich bin ja mit ihr Kollegen in Kontakt hier, die Discord, die haben ja mehr Ahnung als ich von den ganzen Macherei hier wegen Programmieren. Programmieren wir vielleicht nicht gerade. Aber solche Sachen jetzt zum Laufen zu kriegen. Auweia. Ja. Ich habe das jetzt irgendwo draufgeschoben hier. Was ist, wenn ich das hier drüben draufziehe? Ja. Uff.
Die Tür wird jetzt bestimmt erstmal wieder zugehen. Wenn ich jetzt hier drauf ziehe, das sieht doch auch so aus. Ja, nu? Warte mal. Wo ist jetzt in die Tür aufgegangen? Die werde ich, doch nochmal aufmachen müssen. Was war denn das hier? Gut, ich schieb das nochmal hier drauf. Klötzer schieben. So, wo ist das Ding jetzt aufgegangen? Hier. Warte mal. Ich will noch gucken hier in irgendwelchen Ecken und Nischen, ob hier noch irgendwas ist, was ich wieder übersehe. Dort oben. Das war die zweite Tür, die wahrscheinlich hätte aufgehen sollen, aber nicht aufgegangen ist. Ja, wir sind hier offenbar in einem ganz neuen Gebiet. Rüffel ist ganz gut, aber Munitionsverschwendung. Wo? Wer? Wie? Was? Alter, da fährt sie nicht. Ich mag einen Knochen. Was ist das? Das ist das reinste Horror-Game hier. Hier ist irgendwas drin. Da auf hat die Tür zugemacht. Au, weia. Gucken, ist das. Jetzt gucke ich mich erst um, bevor ich den Hebel ziehe. Was ist denn hier oben? Hier oben ist nix. Oder sollte hier was sein? Sollte ich hier was sehen, dann... Ach. Sind das rein zufällig hier Klötzer, die ich ziehen kann? Nein. Ist da drüben ein Klotz, den ich ziehen kann? Falls vielleicht ein Geheimnis dahinter ist. Uff! So. Achso, ich habe ja gar nicht von den Sender erzählt. Ich habe hier, jetzt habe ich hier nicht weiter rumgetestet, habe jetzt mit besserer Grafik hier. Und noch ein Schalter. Oh, weia. Ich könnte das Ding auch mal wieder speichern hier. Weil ich keine Zeit habe, die Aufnahme muss im Kasten sein, weil ich habe da noch einen Stream, den ich machen möchte, den ich angekündigt hatte bei Twitch. Und wer Streams von mir sehen möchte, nicht mehr nur auf Twitch, inzwischen auch auf YouTube. Ah, macht die Tür wieder auf. Das ist schön. Jo. Ist hier hinten noch was? Sollte ich hinten noch was finden? Ich weiß, ich übersehe wieder die Hälfte. Es ist so dunkel hier. Ist das eine Schachtel zum Ziehen? Oder ist es bloß der Schatten von irgendwas? Sieht alles so verdächtig aus hier, das hier. Diese großen winkligen Ecken und Nischen hier, da könnte man immer denken, da ist was. Am Ende ist auch was, wenn ich übersehe es bloß. Ja. Gehen wir mal das hier. Ja. Hey! Oh! Ah!
Wo kommt der jetzt her? Hat sich hier irgendwas aufgemacht? Hä? Hey. Er war doch erst nicht da. Leute, ich bin gerade überfragt. Hier vorne jetzt was Neues. Das Ding sieht doch auch so aus, als ob ich eine Kiste draufschieben könnte, aber ich sehe momentan keine Kiste, die ich mir holen könnte. Oder ist das da von hier in eine Kiste? Das vielleicht. Das hat so ungefähr die Höhe. Nee, keine Kiste. Drüben das Ding vielleicht? Das hat die Höhe von der Höhe von der Kiste. Und draußen die Kiste sieht ja auch so aus. Oder steht hier eine Kiste? Ah! Auf mich wird geschossen! Oh! Hau nicht ab! Wie viel sind das? Bist du einer oder? Ja, für die Typen ist die Schrotflinte natürlich besser. Das leuchtet mir schon irgendwo ein. Wo ist der Typ jetzt? Was? Hä? Willst du mich verkohlen? Wo kommen die alle her? Erst der Affe, jetzt der Typ hier. Hä? Wo ist der jetzt hin? Hier hinter? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ach, dort oben ist es offen oder was? Warte mal. Vielleicht der eigentlich noch hier unten rum? Die Sache sieht schon ein bisschen spektakulärer aus hier. Da drüben kommen wir, kommst du dort hoch, Lara? Nee, ich war hier rüber, hier, warte mal. Hier ist... Der ist abgehauen, der feige Sack. Nee, da kommst du nicht hin. Nee. Da bin ich plötzlich zu doof zum Springen schon wieder hier. Das wird's wohl sein, dass ich zu doof zum Springen bin hier. So, wo ist der jetzt hin? Kann mir das mal einer verraten? Hier ist nichts offen, hier ist nichts offen. So, wie komme ich überhaupt dort hoch? Hier vielleicht eine versteckte Kiste. Hier unten. Wo sind die jetzt alle hergekommen? Der Affe wie der Typ. Wie komme ich dort hoch? Sag mal so, an Wänden nach oben klettern, sowas gab es ja nicht, oder? Ja, hier ist auch alles dicht. Oder sehen, ja, hat sich da kurz das Tor hier aufgemacht. Nee. Ich werde auch irgendwas mit den Säulen hier machen müssen. Warte mal. Ich ziehe mal die Kiste hier auf das Fleckchen. Aber das war doch bloß für die Tür dort oben. Ja. Ist die Tür hinten jetzt wieder zu oder nicht? Nö. Die
Die Frage ist, was ist die Frage? Kennt jemand Scooter? The question, what is the question? Wie habt ihr euch das hier vorgestellt? Es ist da alles wieder viel zu schwer für mich. Kann man die Säulen hier nicht runterholen irgendwie? Von hier aus irgendwie wieder hoch? Nee. Das passt auch nicht. Keine Ahnung. Was ist, wenn ich den Hebel wieder zurückstelle hier? Was passiert denn dann? Dort oben war bis der Schalter, dort oben war gar nichts. Was ist jetzt passiert hier? Nix. Ach nee, dort oben ist wieder zu. Es müsste dort oben wieder auf sein. Oder? Ja. Ist die Tür wieder auf? Warte mal. Hat jetzt wohl der erste vor den Köttern hier, oder? Ja. Dann muss ich die nochmal machen. Ja, warte. Sag mal. So. Gut, machen wir das Ganze nochmal von vorne. Sehr weit sind wir ja nicht gelaufen hier. Nein, lass doch mal den scheiß Kompass stecken, Mensch. Spiel. Sichern. Das mache ich jetzt hier drauf. Mal links. So, jetzt schiebe ich das zuerst mal hier vor. Und dann hier hinter. Ich weiß nicht, ob ich das hier verkehrt gemacht habe. Kommen gleich wieder die Affen raus hier. Aber für die Affen verschwende ich keine Schrotmunition. Nämlich die Dinger hier. Laras altbekannte Pistolen. Na komm. Na komm. Was ist denn der? Oh, besser. Oh, einer ist hier drinnen noch. War er weg? Ich glaub schon. Ja. Oh, noch einer. Der kam erst später. Wo ist der dort oben hergekommen? Vorhin. Begreife ich nicht. Sichern. Warte, hier oben ist doch nichts. Oder geht hier oben was auf? Warte mal. Ich mache erstmal hier unten die Tür auf. Das war doch der Schalter hier oben. Kletter mal hier hoch, Lara. Das Ding hier, so, okay. Dann geht das hier unten auf. So. Wenn ich den Schalter ziehe, geht dort hinten oben die Tür auf, oder? Hm? Mann, hör auf, Lara zu vergnügen zu wurzeln.
Er kam von hier oben. Hier muss doch irgendwas aufgegangen sein. Versuche ich so einfach mal. Ich meine, wenn man jetzt noch durch die Wände gehen könnte hier, das wäre echt fies. Hier ist nix. Kann man hier irgendwo hoch oder? Hier eventuell? Nee. Können die Affen schon beamen? Auch nix. Säulen? Kann ich auf irgendwas schießen? Keine Ahnung. Ich bin gerade ganz klein wenig überfragt. Ja, hier ist die Tür. Da vorne kommt ja gleich der Typ, der auf mich rum auf Lara ballert. Wir sind eigentlich schon hier mit der Zeit rum schon wieder. Den Typen mache ich jetzt noch. Warte mal. Wir haben jetzt noch 4 Schuss. Schaffen wir den Typen mit 4 Schuss? Mit ein. Na komm! Verdammt! Wo ist er jetzt hin? Sag mal, wollt ihr mich vereiern hier? Was hat denn der Schalter dort jetzt gemacht? Der macht die Tür dort oben auf. Aber was hat dann der andere Schalter gemacht? Was hat der Schalter hier gemacht? Da hat hier irgendwo den Typen rausgelassen und den Affen. So. Okay, pass auf. Leute, pass auf. Ich denke mal, das kriege ich in der nächsten Folge hin. Ich mache jetzt heute wahrscheinlich bloß die Folge jetzt für jetzt machen. Bloß die eine Folge hier. Ich habe nicht vor, mich hier großartig zu belesen. Ich werde selber rausfinden, wie gesagt, was hier gehauen und gestochen ist. Irgendwo muss hier auch irgendwas sein. In den Säulen hier drinnen oder... Ich weiß es nicht. Hä? Keine Ahnung. Wie ich das Ding hier bis ganz nach vorne schiebe, komme ich dann bis dort hoch? Das versuche ich jetzt noch, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Selbst wenn ich dort oben bin, wie dann weiter? So. Lara, kletter mal hoch hier. Nein, hochklettern, hier. Wie gesagt, ob das was bringt hier. Die wird sich bloß wieder in den Kopf stoßen. Ja, wenn sie überhaupt mal oben bleiben würde. Ja. So kommt sie nicht weit. Ja, genau. Ja. Kletter mal ein bisschen ganz nach vorne. Ja, okay. Komme ich hier hoch? So, und jetzt? Speichere das Ganze jetzt mal. So. Ich speichere das sowieso. Warte mal. Das versuche ich jetzt noch. Oder komme ich, finde, hier sind ja keine Plattformen, oder? Da drüben. Ich komme doch auch bestimmt von hier darüber. Genau. So.
Ich hüpfe jetzt noch darüber. Da wird man ja einen guten Punkt haben. Wo man aufhören kann für heute. So. Ist das hier was oder ist es vielleicht sogar ein Geheimnis? Nee. Keine Ahnung. Bin ich dann in der nächsten Folge raus. So. Und damit würde ich sagen, ich verabscheue mich für heute. Speichert habe ich. Ab ins Hauptmenü. Und damit Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.